im dritten Gang auf Start und Ziel über die Körbsräuber. Ewig lange gerade. Hoch bis in den sechsten Gang. Jetzt schauen wir mal, wie es dir geht. Hoch den Hügel, kurze Unruhe. Wuhu! 2,86 und ich muss hier erstmal bremsen. Rein in die erste Ecke. Super schön, zweiter Gang den Berg hinauf. Kurz durchbeschleunigen und sofort anbremsen auf die erste Schikane. Und genau hier ist das Geheimnis von Mugello. Eng bleiben, Beschleunigung ist wichtig. Also diese zweite Kurve immer. Gut erwischt, wieder über die Körbsen, Gang hoch und sofort wieder anbremsen. Gleiches Spiel. Diese Schikane ist etwas schneller, aber ganz schnelles Umlegen. Achtung am Vorderrad hier. Und auch da jeden Zentimeter mitnützen. Jetzt geht's los. Den Berg hinab. Wir bleiben im dritten Gang. Das ist wie Fliegen. Umlegen auf links. Anfahrt von den beiden Arrabbiatas. Yeeha! Dritter Gang. Ich guck mal nach. 160 im Scheitelpunkt. Und wieder auch beschleunigen zu Arrabbiata Due. Hier sind viele Wellen. Hier geht's richtig zur Sache. Man fährt den Berg hoch, sieht kaum was. Durchbeschleunigen und anbremsen. Wieder den Berg hinab. Gute Überholmöglichkeit, aber auch schwierig fürs Vorderrad. Jetzt hier wieder Beschleunigung, ganz wichtig. Früh den Hahn aufreißen, kurz hochbeschleunigen, dritter Gang und anbremsen, Correntaio. Hier ist der neue Asphalt, hier ist richtig viel Grip. So, und diese Kurve scheint gar kein Ende zu nehmen. Eng bleiben, ganz schnelles Durchschalten. Und dann im dritten Gang hier durch diese letzte Schikane der Fehlen. Und die ist wichtig, wenn man vorbereiten will hier im vierten Gang. Anbremsen aufs letzte Eck in diese Links, da muss man dran sein. Jetzt aber Achtung, in Mugello hat man noch die Möglichkeit zu kontern mit einem perfekten Beschleunigung. Hier raus, wieder fast in die Boxengassen rein. Und jetzt ansaugen beim Gegner, denn der Zielstrich, der kommt erst hier. Im fünften Gang, genau hier muss man vorne sein. Nochmal gucken, was so geht. Ja, 2,80 für so einen Straßenhobel. Gar nicht so schlecht. Aber irgendwie fehlt mir ein bisschen Grip. Ich glaube, ich muss mal im Fahrerlager nach ein paar Slicks fragen, damit ich noch ein bisschen schneller für euch fahren kann. Wenn wir uns dann das nächste Mal sehen bei der Streckenvorstellung mit Alex Hofmann. A presto, ciao, ciao, ciao a tutti. Der war nicht so schlecht. Der war nicht so schlecht.